In der Vordergeschichte haben wir erzählt, dass die Gockwergene oder die Zwerge besondere Gaben haben. Und früher hat es hier im Wallis scheinbar einen Haufen Zwerge gegeben. Die sind immer den Leuten helfen. Sie haben ihnen im Stall geholfen, ja, geholfen Hirten, geholfen im Haus überzuhalten. Einfach ganz viele Zwerge sind den Leuten helfen. Aber es hätte nicht nur gute Zwerge gegeben, es hätte auch vermaledeite Zwerge gegeben. Und eins müsst ihr wissen, wenn die Leute früher als Wahnsinn gegangen, dann haben sie immer die Sachen in eine solche Schiffre gepackt, haben die nachher auf den Buckel genommen und sind so davon gelaufen. Jetzt ist einmal ein Mann, der euch für den Winter vorsorgen wollte und sein Fleisch hat eingesalz mit einer Schiffre voll von dem eingesalz noch Fleisch auf dem Buckel und unterwegs gewesen. Das Berg prüft, weil er das Fleisch im Speicher anheichen, damit das der Wind und die Luft das Fleisch trocknen, damit das im Winter trocken Fleisch haben zum Essen. Wenn er so der Weg an Brief läuft, kommt auf einmal so ein kleines Gockwerge und sagt mir freundlich, ja guten Tag, was willst du? Und das Mann sagt, ja, ich will da Brief in den Speicher, weil das Fleisch geht zu heichen. Aha, aber sag mal, sagt das Zwerge, die Schiffre ist doch wahrlich gut schwer, weil die ist ja nicht einmal mehr zum Tragen. Das Monje, das Kleine, so angeschaut, das Zwerge, und gesagt, nein, nein, das geht schon. Weisst, ich bin gewohnt, also die Schiffre zu buckeln. Lass nur mal. Sie sind zusammen weitergelaufen und das Zwerge hat keine Ruhe gegeben. Gib mir doch jetzt einen Moment die Schiffre zum Tragen, dann kannst du dich erholen. Und das Mannje sagt wieder, aber das geht schon. Aber der Kleine lässt nicht los und sagt, ach, gib mir doch jetzt einmal die Schiffre, das tut er doch sicher von hier einschneiden von einem Brätschel. Den kannst du ein bisschen lieben. Aber das Mannje wird sie immer noch. Nach einem Schutz, den das Zwerge nicht hat, aufgehört, Ravio und Ravio, hat er gedacht, also gut. Er zieht die Schiffre ab, tut sie dem Zwerge anlegen. Und der läuft zufrieden und fröhlich dahin. Und sie gehen den Schutz nur so nebeneinander und miteinander noch ein bisschen hänger tun. Und auf einmal läuft das Zwerge immer schneller und schneller. Und der rief mir auf das Mannje, sag mal, was hast du für einen Zug drauf? Tun wir doch warten, ich komme euch. Und der Zwerg schaut dann so zurück und lacht und geht nur schneller. Und der rief mir das Mannje wieder, wart mir doch jetzt, ich mag dir nicht mehr nach. Aber das Zwerge läuft wieder zurück und lacht und geht noch schneller und verschwindet mit der Schiffre, mit dem Fleisch, im Wald. Und das Mannje hat weder seine Schiffre, noch sein Fleisch, noch der Zwerg je mehr gesehen. Und dabei heisst doch immer, selber essen, mehr feist.